Die große Burg und Wasserfortstraße bleibt Fußgängerzone mit Radverkehr, wenn die Politik zustimmt. Die Geschäftsleute wollen dabei mithelfen, die lange Meile zur Miteinanderzone auszugestalten. Die rund 60 Anlieger, Geschäftsleute und einige Interessierte haben am Montagabend beim Diskussionsabend zur Verkehrsführung auf Jefers langer Meile direkt deutlich gemacht, dass sie die Fußgängerzone samt Fahrradverkehr behalten wollen. Untermauern können die Geschäftsleute der Fußgängerzone das auch mit 800 Unterschriften, die sie in knapp 14 Tagen gesammelt haben. Nun bleibt alles beim Alten.